Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Und erneut seht ihr den wunderschönen Ladebildschirm noch vor dem Spiel, wo uns das preisgekrönte Entwicklungsstudio noch einmal preisgegeben wird, nämlich Bethesda Game Studios. Und ja, ich habe jetzt wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Und also nicht Skyrim gespielt. Und weiß schon wieder gar nicht, was wir zum Schluss machen wollten. Ich kann mich ganz vage erinnern, wir hatten, glaube ich, Level 10 erreicht. Ich war beim letzten Mal ja ein bisschen angepisst, weil ja so eine. Weil sich meine Noobigkeit ja wieder gezeigt hat. Ich habe ja wieder. Habe ich ja mich genug drüber ausgekotzt in den letzten Folgen. Und so gehen wir früh ans Werk, indem wir mal die Karte drücken. Ja, und dann warten wir darauf, dass die heruntergeladenen Inhalte geladen werden. Und sagen fortfahren. Epische Musik. Und weg ist er. Ja. Der höchste Berg in ganz Tamriel ist Himmelsrands Hals der Welt. Nur damit ihr es mal so wisst, ne? Dort leben die zurückgezogenen. Ah, Mann, habe ich ein trockenes Maul, geht gerade gar nicht. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch. Scheiße, ich habe nichts zu trinken hier. Muss ich mitleben. Gott sei Dank nehme ich ja mal in 20 Minuten Parts auf und kann die dann, braucht die dann später nicht schneiden. So kann ich zwischendurch dann was zu trinken. So, hier stehen wir nun. Und muss noch was machen. Sprich mit Gulum Ei. Ja, du kannst dich mal meinem Ei. Machen wir nicht. Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht, hatten wir jetzt gesagt. Da wollen wir die Quest ein wenig vorantreiben, die Hauptquest. Bin unentschlossen. Muss ich ehrlich gestehen. Wir machen, glaube ich, aber erst einmal die. Guckt mir so. Wir machen, würde ich sagen, erst einmal die Sache mit der Dämmerwucht. Mit der Dämmerwucht. Seltsame Kuh. Und trotzdem, obwohl sie so seltsam aussieht, gehört sie zu einem weitesten verbreiteten Haustieren in Himmelsrand. Denn sie versorgt die Nord mit Milch, Fell und Fleisch. Da fällt mir noch ein Witz ein. Was ist der Unterschied zwischen der Krawatte eines Polizisten und dem Schwanz einer Kuh? Wer den kennt, kann es hier runter posten. Und sonst gebe ich in der nächsten Folge, wenn ich dran denke, mal die Antwort preis. Ich finde immer ganz geil. Grellkar. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Also darunter, ja. Oh, können wir da reingucken? Mjoll hat mir gesagt, dass es nicht überall so schlimm ist. Vielleicht mache ihr ich mich auch eines nicht Tages von einmal hier, was? Auf und schaue nach, ob sie recht hat. Nein, ich stamme nicht von hier. Also nicht aus der Stadt zumindest. Aber ihr könnt mir ja mal etwas über Riftons Diebesguild erzählen. Ich bin zwar ein Dieb, aber könnt mir ja trotzdem was erzählen. Was denkt ihr denn so über die Leute? Sag doch mal, Mjoll. Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Ich stimme euch da vollkommen zu. Wisst ihr, ich fange langsam an, euch zu respektieren. Abgesehen von Ehren scheint ihr die einzige Person zu sein, der ich hier vertrauen kann. Da wir über sie der gleichen Meinung sind, möchte ich euch warnen. Sie rekrutieren immer noch für ihre Gilde. Ihr solltet auf der Hut sein. Erzählt mir doch erstmal etwas noch über die Schwarzdorn-Familie. Wisst ihr denn da etwas, lieber Mjoll? Ich hoffe, die Löwen bezieht sich auf häusliche Fertigkeiten. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt.
Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Riftons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebens. Oh, da kann es klappen. Ja, da ist mir nämlich gerade was runtergefallen. Wer gehört noch zur Familie? Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter. Ein seltsames Mädchen. Sie verbringt ihre Zeit gerne im Elgrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemiekünsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balg und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herrin folgt. Und schließlich Sibi, der Schlimmste von allen. Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifton. Seid ihr denn gar nicht aus Riften, liebe Mjoll die Ich Lüge? Bin schon als Abenteurerin in Tamriel unterwegs, seit ich als junges Mädchen so gerade eben mein Schwert schwingen konnte. Meine Reisen führten mich von Hochfels nach Walenwald, von Elsweyer nach Morrowind und an alle Orte entlang des Weges. Warum seid ihr denn noch Vor hier? Vielen Jahren verlor ich mein Schwert, Düsterklinge, in einer Dwemer-Ruine. Für mich ein Zeichen, dass ich mit der Suche nach Reichtum meine Zeit vergeudete. Wir beide ähneln uns. Wir suchen Herausforderungen und große Belohnungen. Doch da hören die Gemeinsamkeiten für mich auch schon auf. Denn ihr wisst, Rifton ist meine große Bestie, die ich töten will. Und meine Belohnung ist Dankbarkeit und Vertrauen. Seid ihr Riftons Beschützerin? Ich weiß nicht, warum da Beschützer steht, aber eigentlich... Ja, egal. Das ist nicht leicht. Ich habe mir die Probleme dieser Stadt aufgehalst und stoße bei ihrer Lösung ständig auf schier unüberwindliche Hindernisse. Korruption, Lügen und Betrügereien sind hier an der Tagesordnung. Wäre da nicht Aeryn, der junge Mann, der mir das Leben gerettet hat, hätte ich wohl schon vor langer Zeit aufgegeben. Wie hat Aeryn euch das Leben gerettet? Erzählt doch mal, wie doch hier hintersteht, wie so ein Wachmann. Aeryn fand mich, als ich vor einer Dwemer-Ruine lag, dem Tode nahe. Ich wäre dort gestorben, hätte er mich nicht hierher gebracht und gesund gepflegt. Als ich wieder bei Kräften war und er mir von den Problemen erzählte, die Rifton plagten, wurde mir klar, dass das Schicksal mich hergeführt hatte. Und so blieb ich. Interessant. Passt auf euch auf. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Mjoll hat mir gesagt, dass es nicht überall so schlimm ist. Vielleicht mache ich mich eines Tages einmal auf und schaue nach, ob sie recht hat. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer, was? Ich bezweifle, dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde. Die besten Krieger von Himmelsrand haben mich gelehrt, die Klinge wie eine Verlängerung meines Armes zu führen. Das möchte ich aber sehen, du. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es... Der Beste von ganz Rifton. Mir gehört die Fischerei von Rifton. Hab mit nur einer Angelrute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Nord im mittleren Alter, was? Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin da anderer Meinung. Wer kauft denn bitte euren ganzen Fisch? Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markarth habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Gerne, das mache ich doch. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. Ihr hört euch aber auch ziemlich wohltätig an. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Apropos Tempel, da werden wir auch noch ein bisschen abstatten.
Ihr habt von Nivenor gesprochen. Nivenor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Aber sie geht lieber einkaufen. Jedem das Seine, was? Tja. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Die gehen immer gerne einkaufen. Ja, Tempel. Erstaunlich, und die anderen, die begreifen sie sich ja mal sofort. Wir können hier unbedingt dann... Tempel von Mara. Mara ist auch ein ziemlich beliebter Name für für Göttlichkeiten, ne? Denn selbst in Risen gibt es eine Mara. Die ist ja bloß ein Titanenlord, aber ist ja auch ein göttliches Wesen. Ich finde auch geil, wie die Statuen hier ähnlich aussehen wie die aus Oblivion damals. Da gab es auch so eine Statue. Sieht übrigens aus wie Jungfrau Maria, so ein bisschen, ne? Darstellung. Mara mal. Sag doch mal. Was weißt du denn mal? Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Mal. Ihr braucht etwas? Könnt ihr mir von Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Ich könnte im Tempel heiraten. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Vielleicht. Warum erinnert ihr mich nicht daran? Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz. Daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Ziemlich sachlich. Ich kaufe ein Amulett von Mara. Hier, bitte. Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Wenn ihr ihnen helft, werden sich mehr von ihnen für eure Liebe interessieren. Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Okay. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Na dann, begeben wir uns doch langsam mal... Was haben wir gesagt? Dämmerwacht wollten wir. Andererseits hätte ich jetzt auch mal Lust auf einen Drachen. Gehen wir zur Dämmerwacht. Die war ja auch hier unten in der Nähe. Boah, da habe ich jetzt aber eigentlich gar keinen Bock hinzugehen. Schattenstein, Diebesgewehr, da muss man ja rausgehen und dann dahin latschen. Ist das ein... Oh, da muss man wieder so weit rennen und so. Ach komm, den machen wir später. Mit dem Ei sprechen wir auch später. So, über die Wolfsschädelhöhle machen wir auch später. Bringe die Axt zum... geht gerade nicht. Machen wir auch später. Machen wir auch später. Und dann machen wir jetzt halt das. Tja.
So ist das halt. Da kann man sich einfach nicht entscheiden. Furchtbar, oder? Machen wir halt jetzt mal so 2-3 Quests lang die Hauptquests. Naja, so viel werden es wahrscheinlich nicht mehr werden. Oder vielleicht doch. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das wird sich ja dann noch klären. Das wird mir ja niemand verwehren. Laufen wir mal da lang. Wir hier in diesem Pissi-Wetter. Wobei jetzt momentan wahrscheinlich ziemlich angenehm wäre, wenn draußen auch so ein Pissi-Wetter wäre. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Gucken wir doch mal. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Kynaret, rette uns! Er kommt zurück! Da kommt er! Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen! Dann gehen wir mal in Deckung, Alter, lass mich hier durch. Hier drüben! So, töte den Drachen. Fell, ne? Verdammt gut geschossen, Jungs. Wo ist denn der? Dahin, Drachen, Alter. Oh oh. Ja, ich glaube, da hat jemand die Weißlaufwache gefressen. Ich sehe da was ganz Furchtbares auf uns zukommen. Wir können die scheiß Schuppen nämlich nicht mitnehmen. Weil wir ansonsten voll laufen. Wir werden immer vorher Sachen abschmeißen sollen. Komm scheiß auf die Kriegsaxt. Noch was? Scheiß auf den, kommenden Leitner. Scheiß auf die... Und am wenigsten ein. Komm, scheiß auf diesen scheiß Streitfolgen. 2 2 6. Auf kein WC. Wir müssen uns jetzt nur noch
passend kleiden. So, sondern wir werden schon die Weißlaufwachen-Dinger anziehen. Ah, verdammt, da hat irgendwas eine Diebesgegenkette. Ah, ich glaube sogar. Da müssen wir leider die hier anlassen. Oh, wie süß. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Oh, was? Ja. Schön. Diesem Drachen habt ihr es ganz schön gegeben. Drachenblut oder nicht? Wie erreicht das? Okay, dann gehen wir mal zurück. Und das wiederum heißt... Ach nö, sag nicht, wir können jetzt nicht die Drachenfeste auswählen. Wir hatten die doch aber schon auf der Karte. Schweinerei. Wisst ihr, was noch eine Schweinerei ist? Dass hier die Folge beendet ist. Deswegen sage ich euch jetzt auch Tschüss und bis zur nächsten Folge.